Ja, hallo liebe Hofheimerinnen und Hofheimer, liebe Freunde im Internet, herzlich willkommen zum heutigen Freitagsblick. Und ich stehe heute hier auf dem Balkon des Rathauses, direkt an meinem Arbeitszimmer. Und mir gegenüber ist die Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mit ihrer Niederlassung. Und ja, die Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft ist ein ganz wichtiger Akteur in der Stadtgesellschaft und auch für uns als Stadtverwaltung. Warum? Sie ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Ich selbst als Bürgermeister darf traditionell dort Aufsichtsratsvorsitzender sein. Aber die Hofheimer Wohnungsbau tut auch ganz viel für den Wohnstandort Hofheim. Warum? Sie hat insgesamt 1654 Wohneinheiten, viele davon frei finanziert, aber auch fast die Hälfte öffentlich finanziert. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und was mir besonders gut gefällt, hier in diesem Geschäftsbericht, besonnen handeln, dieser Titel ist so treffend für die HWB, wird auch gezeigt, dass wir investieren in unseren Bestand. Im letzten Jahr haben wir 2,1 Millionen investiert. Die HWB ist ein absolut gesundes Unternehmen, hat eine große Eigenkapitalquote von 28%, hat aber auch gleichzeitig einen jährlichen Überschuss von rund 1 Million, die sie eigentlich uns als Stadt zurück erstatten wird. Aber da gibt es einen guten Beschluss. Seit Jahren werden die Überschüsse im Unternehmen weiter, sage ich mal, zur Weiterinvestition verwendet. Und was mir besonders freut, ist, die Hofheimer Wohnungsbau, die schafft auch unser Stadtbild. Das sieht man an der Bücherei. Da haben wir jetzt im Oktober Richtfest. Trotz Corona ist es so, dass die Bauarbeiten zügig vorangegangen sind. Und die Hofheimer Wohnungsbau schafft es auch, in der Höchster Straße, in der Nähe vom Finanzamt, eines der größten Wohnbauprojekte in unserer Stadt seit Jahrzehnten zu verwirklichen. Wir schaffen dort 60 Wohneinheiten. Und das ist eine ganz tolle Sache, die jetzt auch bald startet. Ja, das so viel zu Hofheimer Wohnungsbau. Und was gab es die Woche noch? Die Kita Wandersmann, die ist jetzt endlich an den Start gegangen. Ich war mit Stadtrat Bernhard Köppler, der zuständig ist für die Kitas, dort vor Ort. Und ich habe mir selbst ein Bild gemacht. Schaut mal hier. Ja, und ich habe mich auch mit der neuen Vorsitzenden des Seniorenbeirats, mit Frau Ingrid Schulz, getroffen. Und der Seniorenbeirat ist ein ganz wichtiges Gremium. Er vertritt immerhin 10.000 Hofheimerinnen und Hofheimer. Das ist jeder vierte Hofheimer, ist ein Senior. Und es ist gut, dass wir diesen Beirat haben. Und es gibt ja auch wichtige Dinge in unserer Stadt. Denkt nur daran, dass wir bald die Möglichkeit haben, in der Kurhausenstraße ein gemeinschaftliches Wohnen, Seniorenwohnen im Alter zu verwirklichen. Und da bin ich auch auf den Rat, auf die Ratgeber aus dem Seniorenbeirat sehr bedacht und ich freue mich da auch auf den Austausch. Am Wochenende wäre eine Kerb in Wallau. Die findet leider nicht statt, nicht so statt wie in den letzten Jahren, aber ich finde es toll, dass auch der Kerbeverein in Wallau sich die Mühe gemacht hat und ein kleines Programm auf die Bühne gestellt hat. So, und jetzt wünsche ich allen ein wunderschönes Wochenende. Die Temperaturen sind prima für einen schönen spätsommerliches Grillen oder sonstiges und ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich. Macht's gut.